gebrochen oder was? Und was ich glaube, das gemacht? Ist die. Und das, tja, naja, hat sie so ein Bierkrug wäre oder so, könnte man das na, echt das glauben. Hat sie aber auch nicht besser was verdient. Haben wir noch hier? New ich Hampshire, ja noch gar Kanada, erzählt. Irgendwas, da was ich nicht kenne, mehr? New ja, Brunswick also oder Quebec vielleicht. Und natürlich die obligatorischen Stars and Stripes in allen nur erdenklichen Größen und Ausführungen. Na, Beschlapp-Lapid kann sich sowas doch gar nicht leisten. Nein, danke. Ich na, habe kein Boot. Sage, und wenn ich eins hätte, würde ich eine Piratenflagge hissen. Oder Popeye. Sicherheit sieht es nicht zumindest so gut nicht aus so etwas langweilig. Immer schön Spinatfutter. Kaum, wohl kaum. Apropos, wollten wir nicht eine Spritztour machen? Ich habe ja gleich Mittagspause. Ach, alle ja. möglichen Formulare. Müllentsorgung und Sperrmüll, Telefonummeldung. Hier ist ein Formular vom und Komitee, unsere Jason Stadt dazu? Soll schöner werden. Der weiß es noch gar da ist meine Mom im Vorstand. Na, man soll wohl ja Anregungen eine. Einschicken, was Sag's man in der Stadt Fall verbessern weiter, kann. Okay? Natürlich nicht. Die Formulare für Anwohner interessieren mich du nicht. Bist ein, Schatz, Rosie. Ein paar Anregungen, wie, wie diese Stadt interessanter werden könnte, habe ich schon, Wagen? Aber sie haben wohl keine Erfolgsaussichten. Wahrscheinlich nicht. Wo hast du's denn? Dieses blöde Gelaber, es geht einem so auf den Senkel, ne? Oh, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Von Veranstaltungen in der Gemeinde. Das ist aber noch großer Frühjahrsbasar. Hits a go-go. Tanzen, bis der Arzt kommt im Ding. Gesundheitszentrum. Oh, Mann. Ja. Oh, Mann. Ich dachte, das andere sind Kleinanzeigen. Hier verkaufen die Einwohner ihren Krempel, den sie nicht mehr brauchen. Rasenmäher, Kinder, und Betten, dann sag ich so Plattenspieler. Zu ihm, Jason, ich verzichte. Ich brauche dringend ein neues Auto. Ja. Ach, und dann? Ich muss echt sagen, Schokolade ist schon was Feines, oder? Draußen steht's. Findet ihr das ist nicht auch? Ist nicht dein Ernst. Doch, ein Cabriolet. Da liegen einige schön. Papiere. Das musst du irgendwelche mir unbedingt Formulare nachher mal und zeigen. Aha. Ja, das ein Block ich mit Blanko-Abholschein. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, die bezaubernde Rosie hätte etwas dagegen, wenn ich mir hier Blanko-Abholscheine Unglaublich. Und was hat er gemacht? Tja, die doch einfach. Hat die sind sie nur so von ihr. Lassen. Intellektuelles ja, Gespräch vertieft, also. Ich hab dir ja noch gar nicht alles erzählt. Da gibt's noch ob mehr? Ob sich Mrs. Oberflächlich mit Engels also, auskennt? Oder ob sie auf der Warner steht? Ernsthaft, was sollte ich mit ihr besprechen? Bist also ein kleiner Kommunist, oder wie leisten. Muss man das hier? Na, wenn ich's Marx dir doch und sage, Engels, oder? Sie hat ihn selbst gesehen. Na, aber mit Sicherheit sieht es nicht so gut aus wie mein neues Cabriolet. Entschuldigung? Hast du was mit den Ohren? Nein, ich wollte nur ein Paket. Dann sind es also die Augen. Ich rede hier. Siehst du das nicht? Ich sehe sie klar und deutlich. Leider. Aber ich muss für Fuller vom Fotostudio... Bei mir im Laden wird nicht vorgedrängelt. Stell dich an und warte, bis ich fertig bin. Also die jungen Leute heutzutage? Ständig muss ich mich mit solchen rumschlagen. Keine Erziehung, das ist es. Was war jetzt mit deinem neuen Auto? Cabriolet. Gott. Schön, in schönem Rot. Ja, also ich glaube, wir nehmen jetzt einfach die Eisenstange so und ja, hauen einfach drauf. Wir gehen nachher mal auf eine Spritztour. Hm? Schlimm sowas. Wo hast du's denn? Laberpack. Steht gleich draußen vor dem Laden. Oh, da können wir gleich... Ja, da gibt's einen kleinen Trick. Einen kleinen Trick. Der ist doch so schon hässlich verdammt, genug. Verdammt, wie war das denn nochmal? Das ist das Auto dieser Klatsch. Ach ja, so war das. Ach ja. Ja gut, beschädigen müssen wir es dann wohl leider doch nicht. Schade. Hätte mich gefreut, ein wenig Vandalismus und Zerstörung. Dann machen wir es halt auf die sanfte Tour. Fällt natürlich auch nicht auf, dass wir rein, raus und hier... Oh, mein Cabriolet. Gott, Tür schließen, schnell, Tür zuschließen. Die Alte nicht mehr wieder reinkommt. Nanu, bin ich etwa schon dran? Ja, rasant voran hier. Was willst du? Ich soll für Fuller vom Fotostudio etwas abholen. Abholschein. Das hier ist das Richtige. Hast du noch einen anderen Zettel? Ist noch ein Paket für einen alten Fuller hier. Leider nicht. Kann ich es so mitnehmen? Bei freundlicher Kundschaft drücke ich da schon mal ein Auge zu. Mir geben Sie es also nicht? Gott, nein. Ja, ihr habt euch auch gefressen, ne? Hallo Rosie, fleißig am Arbeiten? Was willst du? Angie. Hier läuft eine auffallend hübsche junge Dame durch die Gegend.
Kennen Sie die? Hast einen Blick auf sie geworfen, was? Kennen Sie sie? Kennen ist zu viel gesagt. Kam hier rein und hat nach einem Fotostudio gefragt. Ich habe sie zu Fuller geschickt. Sie war etwas unfreundlich. Hat mich und meine Freundin im Gespräch unterbrochen. Das ist ja unfassbar. Das ist so geil. Ach ja. Kennen Sie Eddie? Den Trödelladen? Aber sicher. Ich kenne so ziemlich jeden hier. Was ist mit dem? Ist ein Junggeselle. War auch nie verheiratet, soweit ich weiß. Aber wer würde es auch schon lange mit dem aushalten? Diese ständigen Kriegsgeschichten. Kannst du dir das vorstellen? Ist er wirklich blind? Ich habe noch nichts anderes gehört. Wetten würde ich aber nicht drauf. Er ist ein Schlitzohr. Vielleicht will er mit seiner Behinderung auch nur ein paar Dollar mehr machen. Okay. Was hat eine wie Sie hierher nach Biddeford verschlagen? Eine wie mich? Du meinst eine Dicke in einem Staat voller Fitnesswütiger? Wir haben also einen kleinen Asozialen hier. Nein. Ich meinte, warum jemand so unfreundlich ist, ausgerechnet im Touristenshop der Stadt arbeitet. Du bist auch nicht gerade eine Ausgeburt von Höflichkeit, mein Kleiner. Ich arbeite auch nicht im Touristenshop. Ich bin in New Jersey aufgewachsen. Mein Vater meinte, die Nachbarschaft wäre nichts für mich und meine Geschwister. Also hat er einen Job in der Papierfabrik angenommen und uns alle hierher verschleppt. Zufrieden? Nein. Und einen Job als Trucker oder Bauarbeiter konnten sie nicht bekommen. Du solltest dich nicht mit mir anlegen. Ich kämpfe in einer anderen Gewichtsklasse als du. Ganz unbestritten. Ach ja, wie freundlich die hier sind. Hey, Rosie, kannten Sie Carrie? Die erste Frau von Jason? Natürlich kannte ich sie. Ich kenne jeden in Biddeford. Schließlich ist das hier die einzige Poststelle. Und? Wie war sie so? Geht dich das was an? Ich wollte nur etwas plaudern. Naja, viel haben wir nicht gesprochen. Sie war ja immer so still. Kein Vergleich zu Juliet. Mit der kann man sich wenigstens ausgiebig unterhalten. Jason hat so ein Glück, dass er sie jetzt hat. Oh ja. Das war doch kein Leben für so einen wie Jason mit so einem Klotz am Bein. Jetzt kann er sich endlich ausleben. Na, so ein Glück. Ja, verdammt. Mal ganz unter uns. Man soll ja nicht schlecht über die Toten reden, aber Carrie war schon immer irgendwie komisch. Ah, ja. Na dann. Na gut, das will er so nicht. Danke. Ja, ja. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, das haben wir auch erstmal hier hinter uns gebracht. Diesen sehr angenehmen Teil. Rettungsring. Ein Rettungsring. Früher wurden hier in dieser Gegend häufig Schiffe von Piraten auf die Felsen gelockt. Sie zündeten falsche Leuchtfeuer an und nachdem die Schiffe an den Felsen zerschellt waren, ruderten sie hinaus und retteten die Ladung. Aber sonst nichts. Ich hab Fullers Paket. Ich muss diese Tussi nicht nochmal ablenken. Okay, dann zurück. Ach nee, wir sollten ja noch ins Diner, scheiße. Ah, genau. Habe ich ja gut reagiert, muss ich ja schon sagen, muss ich das, ne? Jebediah Biddeford oder so jemand, vermutlich. Ja, kennt ihn nicht jeder. Ernsthaft, keine Ahnung, wer das ist. Der Staatsgründer, ein Bürgermeister, ein Stifter, was weiß ich. Der Staatsgründer. Das ist der Eingang zur Polizeiwache. Ich fühle mich nicht allzu wohl in der Gegenwart der Staatsmacht. Aha. Aufdringliches Teil. Vermutlich eine Touristenkutsche. Besonders Europäer verwechseln Neuengland gerne mit Kalifornien und meinen deshalb hier mit Cabrios oder Mustangs rumfahren zu müssen. Ja, die bösen Europäer. Ja, ja, komm. Die meiste Zeit des Jahres kann man hier mit einem offenen Wagen nichts anfangen. Läge Biddeford nicht am Meer, wären hier meistens Schneeketten angebracht. Okay. Ich finde viele Gebäude hier im Zentrum recht groß und protzig für so eine kleine Stadt. Besonders das Rathaus. Früher muss die Stadt mal sehr wohlhabend gewesen sein. Vielleicht wurde erfolgreich Walfang betrieben. Oder sie haben, wie wir in Boston, ihr Geld im 19. Jahrhundert mit dem Verkauf von Eis gemacht. Neuengland-Eis wurde in die ganze Welt verschifft, bevor es Kühlschränke gab. Mhm. Wieder was gelernt, wusste ich nicht.
Dann geht